So. Ach, ein Pilz, ein Pilzrätsel. Oh, wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Nimm mal einen Pilz, ne? Was soll schon passieren? Oh nein, das ist hier so ein Kampf. Hey da! Was macht der da? Aua! Okay, das war's. Schall kommt noch eine Runde. Tja, haben wir das auch. Ja, wie klabustern die alle hier mit Bravour ab? Ja. Komm. Dann. Oh, direkt hier am Auspunkt. Komm. Gehen wir auch da zu Fuß hin. Badalie, komm. Ganz schön viele, ne? Hier in der Umgebung. Hier ist nichts. Keine Ahnung, warum das da ist. Wie sowas. Weil ich letztes Mal nicht kapiert hatte. Wotzig. Das ist Wotzig. Ich nehme erst noch die letzten Nebenquests, die wir machen. Okay, dann. Weißt du, woran mich das irgendwie erinnert? An God of War. Ja, oder? Da habe ich irgendwie God of War Vibes. In der Höhle mit einem Boot. Das ist hier was Besonderes. Nö. Hier war da eben was Goldenes. Ach, da hinten. Okay, haben wir hier was Besonderes? Eigentlich nicht, ne? Wo muss man denn überhaupt wieder hin? Ach, da oben. Was hast du da? Doch, nee.
kommen wir denn hoch? Oh Gott. Ah, warte mal. Ich sehe was. Jo. Alles klar. Nur vier? Papierstück. Was ist das? Sonnenpaar bei so nur ein starkes, furchtloses Herz, wenn es hier schaut und Wand und oh, ich muss glaube ich hier. Gleich mal alles burnen, ne? Na, geht nicht. Ja, da stand doch was mit Scharlat. Mist! Ja, moin! Mist! Ja. So, stecken wir mal. Also da ist das Ding, was wir holen müssen, oder wie? Okay, jetzt bin ich da. Sehr seltsam. Was bedeuten sie nur? Cool, haben wir das. So eine Truhe für uns. Ah, okay. Sogar wieder zurück. So, war wieder zurück, ne? Aber komm, schalt. Kein Bock jetzt umzudrehen. Schwimm einfach das darüber. Boah, die Leiste ist auch voll verbuggt. Guck mal. Hä? Also, mit den Bugs hat sich gehäuft, ne? Erstens mit dem Mantel, der nicht verschwunden ist. Jetzt die Leiste, die mit... Die... Ey.
soll das? Das muss doch nicht so sein, oder? Da häufen sich die Bugs. Krass. Naja. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter mit Nebenquests, Hauptquests, etc. War jetzt eine kurze Session, aber... Ja, was heißt kurz, ne? Ich habe jetzt offline viel mehr gemacht als üblich, aber... Naja. Haut rein und wir sehen es dann. Bis dann. Ciao. So, und da bin ich wieder bei... Assassin's Creed. Valhalla. Wer ist denn hier in der Nähe? Lass mich da... Der will auf die Fresse, oder? Ja, der will auf die Fresse. Los! So, gib mal her. Ey! So mal nicht, ne? War falsch Taste. Costa das Inferno! Wow, was war das denn? So, jetzt aber. Nice. Ei, ei. Nice! Kopf ab. Nee, doch nicht. Tod bestätigen. Machen wir das mal. Rein in die Wurzel. Haben wir den einfach mal? Ja. Wir mühen und plagen uns für diesen Moment. Das ist ein Wiese. Die Ältesten laben sich am Schweiß meiner Mühen. Am Blut, das die Römer so sehr hassen und wir ersehnen. Ob jene Götter oder andere. Du wirst nie wieder schmecken, wie der frische Saft des Krieges von deinen Brauen rinnt. Mögest du verrecken. Wenn du meinst. Tolle Worte, wirst du verrecken. Wow. Mensch. Ein Wort der Taten. Mensch. Was ist denn hier? Hab ich mich erschrocken. Mensch. Das wäre ein Bug oder so. Und das ist der Löwe. Die sah ein bisschen unecht aus, ne? Aber okay. Ist doch mal nett, oder? So, aber wir hören jetzt erstmal hier Jonah Hill. Hier im Q-Tal tanzen die alten Könige von Huitche noch immer mit den Steinen der Nephilim. Ich lehrte sie die Macht, die hier erklingt. Wie kannst du es wagen, die heiligen Fäden zu berühren? Schalt mich eine Stimme. Du musst gehen, sagte sie. Verstoßen von den Illuminaten. Seine Stimme wird lauter und leiser, aber ein weicher Gesang findet zu mir in der Buße. Ich knie nieder und überlasse dem alten Wind ein Sandkorn. Ah. Nee. Ist bestimmt hier um. Ah. Ich bin gut. Nice. Ich hab schon gedacht, dass es da ist. Welch seltsame Kräfte wirken hier. Alter, es läuft ja hier, ne? Läuft ja wie ein Schnürchen hier. So. Hab ich mir schon gedacht, dass es irgendwo da oben ist, weil das in Perspektiven gerade so aussieht. So. Die nächste. Ja, die ist ja wieder, ne? Ihr seht ja auch das Geloppe von ihm. Das ist nämlich ein ganz anderer Gang, ne? Sieht schon geil aus. Finde ich. Aber eigentlich müssen die voll Angst haben von dem Gefährt. Aber man kann den irgendwie doch. Besser wäre, wenn man den noch steuern kann. Oder wenn der selber attackiert. So. Kannst du trinken. Was ist denn hier los? Haben wir hier Badestunde oder was? Bist du es nicht leid, die ganze Zeit rumzubrüllen? Willkommen, Heide. Lobe den Gott, der dich herführte, dich uns anzuschließen. Mein Schiff wird nicht von deinem Gott gelenkt. Unterlasse deine Blasphemie. Gott hat dich gerufen, um dich zu taufen. Ach so. Gib dich oder zahle den Preis. Und wie willst du mich dazu zwingen? Gottesfurcht ist unsere Waffe. Die einzige, die wir brauchen.
Deine Drohungen sind meinen Arschhusten nicht wert. Das werden wir sehen. Oh. Gottesfurcht! Züchtige diesen Heiden! Oha. Die Frau, Alter. Falsch gedacht, Schwester. Ich sterbe heute. Sag mal, falsch gedacht, schmeißt du noch einmal jetzt? Ich wurde schon getauft von dir. Gottesfurcht. So. Das ist Gottesfurcht, ja. Wer hat euer Gott nicht zu bieten? Boah. Die Leute verehren auch jeden heutzutage. Knacki, knacki Show. Gottesfurcht! Oh nein! Du Monster! Tja. Wie konntest du? Ja, wie konntest du? Du warst so süß, lieblich und zart. Toll. Jetzt muss ich mir jemand anderen suchen, der mir sagt, was ich tun soll. Okay. Naja, dann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Nebenquest. Wir gehen noch nicht hier rein. Da gehen wir noch nicht rein, aber wir können hier die drei im Bunde machen. Und danach noch die zwei im Bunde. Und dann im nächsten Part gehen wir hier rein. Hier wäre... hier können wir auch eigentlich... Hier ist aber kein Aussichtspunkt, ne? Hier ist einer. Ja, wir werden schon irgendwie hinkriegen. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Und hier ist ein Spottstreit. Darauf habe ich Bock. Darauf habe ich doch mal Bock. Hey. Ich habe dich beobachtet. Ach so. Wie fühlt es sich wohl an, von solcher Jugendlichkeit gesegnet zu sein? Ich bin kein Kind. Doch entnehme ich deinen Augen den Segen der Unwissenheit um die düsteren Wahrheiten dieser Welt. All das war dir mit einem Blick ersichtlich? In dieser Hinsicht bin ich recht weise. Vielleicht lernst du besser im Zankgespräch. Ich fordere dich heraus. Na komm. Ich nehme an und ich spiele mit Einsatz. Na komm, wir machen Ruhe. Hier ist mein Einsatz. Fang du an. Du wilde Gestalt, der am Leben nichts liegt. Du bist ganz wie dein Volk, bringst nur Elend und Krieg. Deine Hände, sie stahlen tausend Seelen das Blut. Was mit Blut? Ja, so mag es wohl sein. Ich finde, Rot steht mir ganz gut. Niemand, die 1000 mal 10 und du näherst dich gut. Nimm die 1000 mal 10 und du näherst dich gut. Nicht schlecht. Eine Schande, du sprichst mit Verachtung so spitz. Ist der Tod dir ein Scherz und das Leben ein Witz? Findest du Mord, Sklaverei und die Qual sind es wert? Ja, ich ende Feiglinge und ich verschwinde schnell mit dem Schwert. Ich würde nicht, wie das Schicksal verfährt. Ja, ich ende Feiglinge und Schwächlinge schnell mit dem Schwert. Oh, meine Ohren bluten. Deine Gier, sie verblendet dir jedwede Sicht. War scheiße, denkst, du machst dich unsterblich. Das stimmt leider nicht. Nur ein Leben hast du. Warum wirfst du es hin? Hin? Damit da eines Tages in Valhall ich auch bin. Es ist ein Eitel zu denken, das Leben hätte einen anderen Sinn. Meine Wahl, meine allein. Warte mal. Es ist eitel zu denken, das Leben hätte einen anderen Sinn. Scheiße. Ernsthaft? Grauenhaft. Du mordest wohl besser weiter, statt zu reimen. Ich behalte dein Geld. Komm wieder, wenn du sprechen gelernt hast. Och, leg mir mal, ich hab da nicht auch zugehört. Hätte ich mal... Kann man wiederholen? Ich habe dich beobachtet. Wie fühlt es sich wohl an, von solcher Jugendlichkeit gesegnet zu sein? Hast mich beobachtet, ja. Hier ist noch eine. Da kommen wir mittleren. Hier ist mein Einsatz. Fang du an. Du wilde Gestalt, der am deine Hände sieht. Dann hätte ich sie nicht mehr aushalten sollen. Achso, nimm die 1000 mal 10 und du näherst dich gut. Nimm die 1000 mal 10 und du näherst dich gut. Das war ja gut, ne? Nicht schlecht. Die alle mal nicken. Eine Schande. Ich sag einfach nix. Mit Verachtung so spitz. Ist der Tod dir ein Scherz? Und das Leben ein Witz?
Findest du Mord, Sklaverei und die Qual sind es wert? Ja, ich ende wahrscheinlich schnell. Es ist meine Schuld nicht, wie das Schicksal verfährt. Der war gut. Deine Gier, sie verblendet dir jedwede Sicht. Denkst, du machst dich unsterblich. Das stimmt leider nicht. Nur ein Leben hast du. Warum wirfst du es hin? Damit dann eines Tages in Valhall auch ich. Okay. Damit ich eines Tages in Valhall dann auch bin. Genug. Ich halte deine Grausamkeit einfach nicht mehr aus. Nimm deinen Gewinn und erfreu dich deines vergänglichen Glücksgefühls. Klar, dass man das wiederholen kann. Hätte ich eigentlich auch 200 machen können, aber okay. Egal. Oh, watch ich. Spotstreit. Hallo, Spotstreit. Hallo, hehe. Hör! Da hinten ist noch mehr. Ganz schön viel. Sieht mir nach Parkour aus. Ey, Stein. Steinrätsel und eine Nebenquest, weil die Nebenquest mache ich. Gott, warum hast du mich aus so schwachem Lehm geformt? Du schleichst umher wie ein Hund, der Angst vor Prügel hat. Was ist los? Oh, Fremder. Es ist so, ich liebe Ethelind, die Tochter eines furchteinflößenden Jägers. Und der hat mir eine Aufgabe gestellt. Oben in diesem Baum steckt ein Pfeil, den der Jäger dort einst hineinschoss. Ehe ein Mann Ethelind ehelichen kann, muss er hochklettern und ihn holen. Viele Verehrer versuchten es. Alle vergebens. Der macht das doch. Sieht doch kinderleicht aus. Vielleicht kann ich helfen. Oh, du willst mir wirklich helfen? Gott segne dich. Ja, dann ist er voll gefootet, Alter. Ist er gefootet, wenn ich den hole? Oh Mann, ey. Ein Lux und er mag keine Besucher. Muss ich schon sagen. Ja, ja. Weiß ja nicht, wie der Lux hierher kam. Der hat einen Brief bei sich. Vielleicht wirft das etwas Licht auf diese Angelegenheit. Klär ich an, verschwinde nicht, wie ist das? Du hast den Pfeil! Gepriesen seist du! Danke! Bring ihn mir bitte, ja? Ach, da ist ein Heuhaufen. Okay, ich spring einfach runter, ne? Was wie Weidagi? Ich habe den Pfeil, der deinen grenzenlosen Mut beweist. Oh, danke, Fremder. Ich werde unser erstes Kind nach dir benennen. Ich schwöre es. Du weißt gar nicht, wie ich scheiße, oder? Wie heißt du noch gleich? Also. Eivor. Eivor, ja? Hm, naja, vielleicht nehmen wir auch etwas, was sich darauf reimt. Würde das reichen? Ich habe die anderen Verehrer gefunden. Ein Lux nistet dort oben. Ein Jäger wie Ethelins Vater müsste so etwas wissen. Sicher ein harmloser Fehler. Aber ich muss ihm den Pfeil bringen. Er wird so froh sein, dass ihn endlich jemand geholt hat. Der Wolf nickt auch, guck. Ich habe einen Brief von Ethelind gefunden. Sie scheint nicht viel von dir zu halten. Du bist nicht ihre erste Wahl. Oh, das weiß ich. Daraus macht sie kein Hehl. Aber die anderen sind tot und ich nicht, also tralala. Ihr Vater wird überglücklich sein. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das schaffen oder nicht. Ich hasse Steine jetzt, aber lass mal probieren. Nein, nein, nimm den Stein da, Eivor. Benutz den großen, dort. Ja, okay. Magst du den Schnee, Sigurd? Ja, schon. Sigurd? Ich nehme ihn hin. Ich liebe ihn. Ich wünschte, ich könnte ihn sammeln und meine Knochen mit ihm bedecken. Ich stelle mir vor, dass er mir dann Stille bringt. So wie er unser ganzes Land befriedet. Das Land befriedet? Da spricht der Skalde in dir. Doch ich gebe zu, er wirkt beruhigend.
Wenn alle in völliger Stille dasitzen und dem weichen, flockigen Schnee beim Fallen zusehen würden, wären wir alle glücklicher, glaube ich. In einem Bett aus Schnee pflügt es sich schlecht, so viel kann ich sagen. Da ist da noch ein Stein. Oh, da war, ne? Oh, Junge. Der Scheiß, warte mal. Nein! Oh! Ich hätte es fast. Was ist das denn jetzt? Das war so verbuggt. Immer so schief sein muss, ne? Warte mal. Oh, das ist schon eine scheiß Seite. Ich hab das hinbekommen. Niemals. Wie hab ich das hingekriegt? Au. Ernst? Alter. Ah, ja. Sag mal, was ist das denn für eine Scheiße? Wieso rollt er denn immer weg? Ohne Witz. Das funktionierte doch eben schon so gut. Ist doch scheiße.
Da mal. Scheiße. Kein Bock. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist so eine Scheiße. Wer hat sich das ausgedacht hier? Und auch noch verzehnfacht, weißt du, auf der ganzen Map. Blöde Kacke, Alter. Ich mach die Quest hier. Bis gleich. Dann wir auf die Fresse. Okay, dann machen wir das mal. Aber was ist denn das hier? Wir lesen erstmal. Bärenwettstreit. Nice. Deine Dankbarkeit ist rührend. Dankbarkeit? Das war mein preisgekrönter Kampfbär. Wie soll ich ohne ihn meinen Lebensunterhalt bestreiten? Nur dank mir bist du überhaupt noch am Leben. Oh, danke, Eure Hoheit. Euch gebühret meine ewige Treue, weil ihr mich in Armut und Elend gestürzt habt. Gern geschehen. Viel Spaß beim Betteln. Du hast mein Leben zerstört und das schert dich nicht. Niemand schert sich. Was für eine Welt. Was für eine Welt. Vielleicht missbrauchst du das nächste Mal ein kleineres Tier. Leb wohl. Wie soll ich meine Kinder ernähren? Nein, mach keinen Attentat. Kapier ich nicht. Wo sollen wir denn das wissen? Warum ist hier eine Kutsche? Ich dachte, da wäre ein Kaffee überfallen worden. Finde doof. Was haben wir hier? Oh nein, das ist schon wieder sowas. Das sind viele, ne? Gibt's echt viele davon. Ich fühle mich schon stärker. Ja. Ah, hast du richtig gehört? Oh, gedacht. Wohl eher. Boah. Nein. Runter. Sag mal, bist du verblödet oder bist du verblödet? Oh mein Gott, ey. Stell ich mir nicht so an. Das ist doch eine Falle. Ich geb einen Scheiß drauf. So. Hey. Außer. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Und noch eine Herausforderung. Was ist denn hier? Ein Lehrmantel erwartet dich doch. Der Tod ist still, versteckt in den Wolken. Nur Feuer kann ihn läutern. So.
ruhig bleiben. Hier ist doch was faul. Ich hab keine Feuerpfeile. Ah, warte mal. Hier geht's so. Nein. Also manchmal frage ich mich, was macht der Typ? Hä? Hey? Wunderschnell. Okay. Hammer. Ging einfach, ne? Hier ist doch was faul. Na, deine Mutter. Sorry für das Originäre. Ja, wie kamen wir noch raus? Ich glaube, ich porte mich. Ah, wir sind aber hier in der Nähe. Warte mal. Hey, wo sind wir? Hey. Nee, von hier. Hier müssen wir hin. Sag immer das Gleiche. Ja. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr raus. Ah, okay. Nein. Hallo. Gegenhauen. Wer baut denn hier sowas? Wer war hier mal? Das würde mich auch interessieren. Oh, was ist das, ey? Oh, ich bin blind. Ich bin blind. So. Dann. Würde ich sagen. Oder? Und das. Ja. Reisen wir in die Stadt rein. Die vorletzte Stadt, ne? Also, ja. Doch. Also, große Gebiet. Oh. Oh, die Stadt des Glaubens. Ich darf mich nicht sehen lassen. Ach nein. Wäre gut. Ist dein Ernst? Alter. Schon wieder, ey. Ha! Aber. Was haben wir denn hier? Viele haben es versucht, aber nie wurde ich besiegt. Denn Gott küsste meine Füße, als ich klein war, und nun bin ich flinker als eine Schwalbe. Du bist ziemlich selbstsicher für ein Kind. Wärst du auch, wenn du Zauberbeine hättest? Zauberbeine? Für mich sehen die ziemlich gewöhnlich aus. Der Schein kann trügen. Kennst du Pheidippides, den großen Helden aus alten Zeiten? Der ist den ganzen Weg aus Marathon gerannt, um dem König zu sagen, dass die Schlacht gewonnen war. Und dann fiel er tot um. Tot? Vom Rennen? Es war ziemlich weit. Mädchen sollen nicht kämpfen, so sind die Regeln. Aber wie Pheidippides werde ich die schnellste Botin aller Zeiten. Also wenn die Nordleute das sächsische Heer besiegen, überbringst du dem König schnell die Neuigkeit? Diese Kümmerlinge? Wohl kaum.
Also gut, willst du jetzt rennen oder nicht? Ich habe jeden anderen auf der Welt schon geschlagen. Wenn das so ist, nichts wie los. Wettrennen. Hey, wohin denn überhaupt? Zeig mal her deine Zauberbeine. Das schwimmt. Löwen. Großer Feldipides, mach mich schneller. Wusch! Du bist schnell, das muss ich dir lassen. Aber nicht so schnell wie ich. Kein anderer Sachse hat mich so auf Trab gehalten wie du, meine Kleine. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal verliere. Aber du rennst wie der Wind. Endlich eine Herausforderung. Verliere? Freut mich, dass ich eine sein konnte. Magst du spannende Orte? Ich bin durch ganz West Sachse gelaufen und kenne ein paar gruselige und heilige Stellen. So etwas zu entdecken ist mein Lebensinhalt. Ich gebe dir mein Tagebuch. Ich nenne es die vielen wundersamen Läufe der rasenden Zauberbeine. Mach's gut. Okay. Dieser Wackelkopf, ne? Dieser Wackelkopf. Ja gut. Ich denke, wir gehen auch zum Ausgangspunkt, dann beende ich den Part. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon habe. Naja, und dann gehe ich schon ein paar goldene Dinger so mitnehmen. Das wird schon. Das Zentrum von König Elfrids Macht, wo man bis zum Knöchel in Scheiße versinkt. Ich finde den Mann in Weiß im Haus ihres Gottes. Er fängt gleich runter. Was macht er? Was? Da gehen wir gleich mal hin. Da gehen wir gleich mal hin. Ich will erstmal den Turm hier erkunden. So. Ach, da ist wahrscheinlich der nächste Aussichtspunkt. Ja, die sind alle nebeneinander, ne? Gibt nämlich drei Stück hier. Ist zwar ein kleiner Ort, aber dafür gibt es hier viel zu erforschen. Vorsicht, Frau! Oder Mann! Ui. Wo ist denn... Wer hat denn... Wo war das? Hier! Hey, war das nicht hier im Baum? Ah, keine Ahnung. Ich muss sehen, was du siehst. Dann ist das okay. Ja, ich werde aber ein bisschen goldene Sachen erforschen. Ach, Hundi. Alles klar. Ganz schön viele Hunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Boah, das ist auch cool aus, ne? Goldene Drache. Das ist cool. Ja, gefällt mir die Rüstung. Bis dann. Ciao.